Adalbertstraße Ost. Maueröffnung, keine Sackgasse mehr. Vier Häuser sind hier besetzt. Auffallend bunt und wie eine Festung verbarrikadiert die Nummer 32. Diese Besetzer genießen nicht unbedingt die Sympathie der älteren Anwohner. Wir haben hier friedlich gelebt. Was haben wir jetzt vermummt? Wie Hirn kicken aus Fenster? Das ist eine Sauerei, ist denn. Abends machen der Remi Demi auf der Straße wie die Zigeuner, sieht das aus, so ein Penner-Gegend hier. So was war ja in 45 Jahren, die ich die Straße kenne, noch nicht gewesen. Neuester Stein des Anstoßes, diese Barrieren von den Besetzern der Nummer 32 mehrfach quer über die Straße gezogen, um Autofahrer zum Langsamfahren zu zwingen. Obwohl in der Adalbertstraße schon Tempo 30 vorgeschrieben ist, allerdings oft nicht eingehalten wird. Vertrete ich auch, dass die Häuser hier besetzt sind und dass das Verkehrsberuhig bleiben soll. Jetzt kommen noch die Leichenwagen. Die fahren hier lang, die Krankenwagen fahren lang. Und sowas alle, das ist nicht richtig. Zum Verständnis, ganz in der Nähe liegt das Krankenhaus Berlin-Mitte. Straßenbauarbeiter beseitigten heute die Hucke, bezahlen sollen es die Besetzer. Als die Arbeiter allerdings vor dem Haus Nummer 32 auftauchten, wurden sie mit Wasserbomben und Müllbeuteln begrüßt. Andere Argumente hatten die Besetzer auch uns gegenüber, nicht nur diese Parole. Innenministerium und Magistrat ließen die Bezirke mit diesem Problem bisher allein. Die Volkspolizei kann nicht einschreiten, solange keine Räumungsklage vorliegt. Wir als Kommune haben eben nicht das Recht, besetzte Häuser zu räumen. Denn es gibt da gesetzliche Grundlagen und die müssen hier eingehalten werden. Wir stellen aber auch fest, dass es zwei unterschiedliche Arten von Besetzungen gibt. Denn neben dem politischen Abenteuerspielplatz, wie die Nummer 32 auch genannt wird, gibt es Besetzer in drei weiteren Häusern, die weniger verbarrikadiert, aber renoviert werden. Die Bewohner wollen auch ein Straßenkonzept im Bezirk vorlegen. Ja, wir wollen die Häuser instand setzen, wollen halt Verträge haben. Auch hier gibt es zum Teil ungeklärte Eigentumsverhältnisse, Rechtsunsicherheit, aber kaum Probleme mit den Mitbewohnern. Wir stehen ja über 4 Jahre leer. Da muss man sich nicht wundern, wenn Leute da eben einziehen. Das sind sehr nette, liebe Leute, auf Deutsch gesagt. Und jetzt sind das jetzt hier besetzen und so weiter, da kann keiner was an. Heute Abend nun diskutierten Besetzer, Bewohner und der Bezirksstadtrat recht aufgebracht, wie es weitergehen soll. Wir haben jetzt hier wirklich verkehrsberuhigt gehabt. Da mussten die Leute langsam fahren. Jetzt ist es einfach wieder weggemacht worden. Die lächerlichen Tempo 30-Schilder stehen immer noch und Sie sehen ja, wie die Leute hier vorbeifahren. Zur Besetzung wollten sie nichts sagen, doch heute reagierte der Magistrat. Er bietet den Besetzern Verhandlungen und Verträge an. Für Sanierungen sind 20 Millionen bis Ende des Jahres angesetzt. Keine Verträge zustande kommen, wird geräumt. Neue Besetzungen sollen verhindert werden, bleibt nur die Frage wie. Auf jeden Fall ist Ost-Berlin seit heute kein rechtsfreier Raum mehr für grenzenlose Hausbesetzer.